In Europa gilt er als eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen. Weltweit sind jährlich rund 1 Million Menschen betroffen. Die Rede ist von Darmkrebs. Ein hohes Alter und das Vorkommen von Dickdarmpolypen gelten bislang als die größten Risikofaktoren. Diese Geschwülste in der Darmschleimhaut gelten grundsätzlich als ungefährlich, können aber zu bösartigen Tumoren entarten. Beschwerden äußern sich vor allem darin, dass einmal Blut im Stuhl sein kann. Das andere können chronische Durchfallerkrankungen oder Verstopfungen sein, weshalb Patienten zu Darmspiegelungen kommen. Oder es kann letztendlich auch so sein, dass der Patient chronische Bauchschmerzen hat, wo man nicht ganz genau weiß, wo sie herkommen. Um sämtliche schlimmen Ursachen auszuschließen, würde man dann halt auch eine Darmspiegelung durchführen. Diese einfachen Polypen lassen sich jedoch bei einer Vorsorgekoloskopie entfernen. So wie bei Rainer. Er hatte vor 5 Jahren anhaltende Beschwerden und ließ eine Darmspiegelung vornehmen. Das war für mich zuerst eine Belastung, weil man nicht wusste, ob es gutartig oder bösartig sein kann, was man da findet. Und man hat vorher auch keinen Einblick in diese Thematik. Die Darmspiegelung ist kein großes Problem, da das in Vollnarkose gemacht wird. Also es ist auf jeden Fall wichtig, diese Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen. Denn man kommt nicht dahinter, was im Darm passiert. Und nur diese Untersuchung bringt eigentlich Klarheit und schafft eben dadurch eine Gewissheit, dass man eben keine Probleme in Zukunft bekommt. Neben Menschen ab dem 55. Lebensjahr gibt es noch weitere Risikogruppen. Denn Darmkrebs kann viele Ursachen haben. Wenn es so wäre, dass zum Beispiel Mutter und Vater in jungen Jahren an Darmkrebs erkrankt sind, dann würde man doch auch früher kommen. Man sagt ungefähr 10 Jahre, bevor die Eltern dann erkrankt sind. Wenn die Eltern halt mit 45 an Darmkrebs erkrankt sind, dann würde man den Patienten raten, mit 35 bereits die erste Vorsorgeuntersuchung zu machen. Doch nicht nur Menschen mit einer genetischen Vorbelastung in der Familie können Gefahr laufen, an Darmkrebs zu erkranken. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Menschen mit einer chronischen Darmerkrankung zählen ebenso zu den Risikogruppen wie eine einseitige und kalorienreiche Ernährung. Daher gilt die Vorsorgeuntersuchung als wichtigste Maßnahme. Denn gerade im frühen Stadium lässt sich diese bösartige Erkrankung sehr gut behandeln. Das Gute bei der Darmkrebsvorsorge ist es, dass es wirklich eine Vorsorge ist und nicht nur eine Früherkennung. Es gibt auch viele Krebsfrüherkennungsprogramme. Da wird erreicht, dass die entsprechende Krebserkrankung in früheren Stadien erkannt wird und besser therapiert werden kann. Was wir machen können, ist die Vorstufen vom Dickdarmkrebs zu lokalisieren, zu entdecken, darzustellen und abzutragen, sodass das Problem an der Stelle dann nicht mehr gegeben ist, dass an der Stelle dann kein Dickdarmkrebs mehr entstehen kann. Ist es zu einer Darmkrebserkrankung gekommen, wird dessen Behandlung von einem Team aus verschiedenen Ärzten besprochen. Dieses Team, bestehend aus Onkologen, Chirurgen, Gastroenterologen, Strahlentherapeuten, Pathologen und dem niedergelassenen Arzt, trifft sich zu einer sogenannten Tumorkonferenz. Bei dieser Tumorkonferenz wird jeder einzelne Fall vorgestellt und das individuell am besten geeignete therapeutische Vorgehen besprochen und im Anschluss dann dem Patienten empfohlen. In Einzelfällen wird neben einer Operation auch eine zusätzliche Chemotherapie eingesetzt. Dank der immer besseren technischen Möglichkeiten und regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen steigt die Anzahl der Patienten, welche als dauerhaft geheilt gelten. Natürlich empfehlen wir Nachsorgeuntersuchungen. Je nach Tumorstadium sind die unterschiedlich. Aber in jedem Fall muss dann auch weiter eine in regelmäßigen Abständen Darmspiegelungen gemacht werden. Wer einmal einen Darmkrebs hatte, hat natürlich auch ein höheres Risiko, im späteren Leben noch mal einzukriegen. Manche Leute haben ja sogar an 2 Stellen gleichzeitig einen Darmtumor. Doch ganz wichtig ist und bleibt die Vorsorgeuntersuchung, damit aus einem harmlosen Polypen kein bösartiger Krebs entstehen kann. Denn Polypen selbst wachsen nur sehr langsam und ihre Entartung vollzieht sich über mehrere Jahre. Es gibt viel, viel mehr Frühstadien, die man gut behandeln kann und die dann auch mit der Operation alleine geheilt sind. Früher hatten wir sehr, sehr viele Patienten mit Spätstadien, wo natürlich die Aussichten immer noch sehr eingeschränkt sind. Früherkennung heißt wirklich Leben retten, ganz bestimmt. Das sehen wir jeden Tag im OP. Bereits im Oktober 2002 wurde die Vorsorge-Dickdarmspiegelung in den Katalog der zu zahlenden Untersuchungen aufgenommen.
Das bedeutet, sie gehört für Menschen ab dem 55. Lebensjahr zu den Regelleistungen ihrer Krankenkasse. Jeder, der an diesem Vorsorgeprogramm teilnehmen möchte, sollte sich an seinen Hausarzt wenden. Und der verweist ihn dann an einen Facharzt, der diese Untersuchung bei ihm vornehmen wird.